Musikmix darf da natürlich nicht fehlen hier. Wham it Last Christmas. Ich habe bei mir im Studio Live-Gäste The Baseballs. Hallo nochmal. Sandig und Basti. Und ihr habt mir gerade gesagt, ihr könnt auch Last Christmas spielen. Ihr macht ja mehr so Rock'n'Roll. Wie klingt denn Last Christmas of Rock'n'Roll? Das ist ja mehr so ein A Cappella Rock'n'Roll. Ja, das ist dann mehr so eine Doo-Wop-Nummer, so wie damals die Temptations. Okay. Once bitter and twice shy, I kept my distance, but you still catch my eye. Tell me, baby, do you recognize me? Well, it's been a year, it doesn't surprise me. Bow, 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 last Christmas, I give you my heart, but the very next day, you give it away. This year, to save me from tears, I give it to someone special. Last Christmas, I give you my heart, but the very next day, you give it away. This year, to save me from tears, I give it to someone special. Ey, The Baseballs live bei RTL hier im Studio und dann auch bald auf unserer Homepage zu sehen. Das Ganze wird gefilmt hier auch noch. Ihr seid also bekannt für Coversongs. Ne? Ihr nehmt euch so die Lieblingssachen wahrscheinlich von euch oder von den Fans aus den Charts und nehmt die dann im Rock'n'Roll-Style neu auf. Hören wir auch gleich. Umbrella von Rihanna läuft bei uns ja auch sehr erfolgreich. Wie kommt man zum Rock'n'Roll eigentlich? Ihr seid doch noch gar nicht so alt. Ja, also das ist ja Auslegungssache. Ne? Also auf jeden Fall ist das bei uns so gewesen, dass wir in recht frühen Kindheitsjahren schon irgendwie das erste Mal Rock'n'Roll-Musik gehört haben. Und verantwortlich dafür waren eigentlich unsere Eltern oder unsere Familie eben. Und ich war, glaube ich, 6, als ich das erste Mal eine Elvis-Platte gefunden habe im Zimmer meines Bruders. Und in dem Alter waren wir, glaube ich, alle. Du warst auch 7 oder was? Und hast genau, eine Kassette gefunden und nicht gefunden, unter dem Baum quasi. Ich habe eine bekommen. Unter dem Baum gefunden? Ja, natürlich, ich war da eingegraben. Da war das eine romantische Love-Song-Kassette. Ja, das muss man sagen. Also Basti und ich sind mehr so die Legalen. Also wir haben die Kassetten geschenkt bekommen. Ja. Sam hat die Platte aus dem Zimmer seines Bruders geklaut. Ja. War schon früher ein Rebell. Ich glaube, jetzt kommt ihr gut rum, die Leute sind begeistert auf euren Konzerten, weil es ist ja auch was für die ganze Familie, ne? Vom Kind bis zur Oma, sind alle dabei. Ja, das ist in der Tat richtig. Das ist auch was uns am Anfang wirklich sehr, sehr gefreut hat, dass wir eben nicht nur eine Altersgruppe vor der Bühne haben, sondern sowohl sämtliche Generationen als auch sämtliche, Schichten? Schichten an Menschen. Also wir haben Heavy Metaler dabei, wir haben natürlich auch die Rockabilly-Zuhörer und dann haben wir aber auch eben die ganz normalen Familien, die sich gesagt haben, so, was wollen wir im Zoo? Gehen wir lieber auf den Baseballkonzert. Genau, die grünen genauso rum. Das ist auch schön mit zu beobachten, auf den Konzerten vor allem, wenn man dann sieht, dass in den ersten Reihen eigentlich die recht jungen Leute stehen und dann dahinter finden sich dann die Eltern dazu und die Großeltern und tanzen alle zusammen und haben Spaß dabei und das ist echt ein schönes Gefühl so. Heute Abend sorgt ihr in Dresden für Stimmung. Freikarten gibt es noch in dieser Stunde. Und wir werden jetzt erstmal euren ganz großen Hit hören. Ja, The Baseballs könnt ihr eigentlich selber ansagen. Was mache ich hier eigentlich? Bitte schön, sag hier mal an. Was sollen wir da? Wie sollen wir das jetzt ansagen? Ja, bitte schön. Welchen von diesen 17 Hits, die wir haben? Das Album heißt das Track. Fangen wir mal an mit Track 1. Track 1. Und dann machen wir das mal mit an. Okay, das ist Umbrella. Umbrella. Also ihr hört jetzt von The Baseballs Umbrella. Also schwingt die Hüften und macht das Radio nochmal doppelt so laut.